Salam alaikum und herzlich willkommen. Nach einer langen Pause melden wir uns endlich wieder zurück zum Derby Viktoria Kelsterbach gegen Türk Kelsterbach. Das Spiel konnte nur realisiert werden mit freundlicher Unterstützung unserer Sponsoren. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Die Spieler und Schiedsrichter sind bereit. Wir warten auf den Anstoß. Die Mannschaft von Viktoria in Schwarz und Türk Kelsterbach heute in Weiß. Eine kuriose Situation an der Seitenlinie. Die Spieler von Türk Kelsterbach beschweren sich beim Schiedsrichter, dass der Ball im Aus war. Und während Weiß weiter diskutiert, macht Schwarz das 1-0. Zweite Minute und Viktoria führt. Hier nochmal der Schuss von Sebastian Hicke in verlangsamter Form. Türk lässt es nicht auf sich sitzen. Ein schöner Spielzug von der linken Seite, doch Ferhat Çelik vergibt. Ein Steilpass von Mehmet Akkuş. Ferhat Çelik diesmal mit der Flanke, doch der Ball landet weit über dem Tor. Aus einem Eckball resultiert die nächste Chance von Türk. Der Ball landet bei Abdullah Kuzu. Der fackelt nicht lang und flankt den Ball in die Box. Der Rettungsversuch von Viktoria landet wieder bei Türk. Der Schuss von Abdullah Kuzu wird geblockt und der Ball landet bei Ferhat Çelik, doch er vergibt. Türk jetzt am Drücker. Ein Spielzug über drei Kontakte und der Ball landet wieder bei Ferhat Çelik. Am Gegenspieler vorbei, doch der Abschluss nicht so stark wie der Angriff. Ein Freistoß aus knapp 20 Metern, Abdullah mit Kuzu konzentriert am Ball. Besser kann man diesen Freistoß nicht treten, der Ausgleichstreffer zum 1-1. Zum Genießen hier nochmal in Zeitlupe. Der Spielstand zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Türk in den letzten Minuten klar die bessere Mannschaft. Und wieder ein Angriff über Abdulhamid Kuzu. Der spielt zu Ferhat Çelik. Ferhat mit einem satten Schuss, doch knapp drüber. Und hier ein Freistoß der Gäste. Der Ball ganz knapp im Aus. Kurz vor Halbzeit nochmal eine Riesenchance für Türk Kelsterbach. Ferhat Çelik wird im Strafraum gefoult, doch der Schiedsrichter sieht hier kein Penalty. Doch in verlangsamter Form wird einiges deutlich. Der Schiedsrichter mit dem Pfiff, Halbzeit im Derby in Kelsterbach. 1-1 zur Pause, ein Spiel mit vielen Aktionen in der ersten Halbzeit. Mal schauen, was die zweite bringt. Die erste gefährliche Aktion nach der Pause gehört Viktoria. Ein durchdachter Ball in die Tiefe, doch der Schuss aufs Tor zu harmlos. Ein Fehler im Aufbauspiel. Und der Ball landet bei der Nummer 16 aus Viktoria. Der gute Torwart von Türk kann den Ball parieren. Die Situation ist entschärft. Viktoria jetzt mit den besseren Chancen und immer wieder im Strafraum von Türk. Doch im Abschluss fehlt weiterhin die Effektivität. Viktoria dominiert in dieser Phase das Spiel. Viele gute Chancen lassen sie liegen. Wer nicht trifft, wird getroffen. Ferhat Çelik mit dem Führungstreffer. 2-1. Der Treffer von Ferhat Çelik hier nochmal in Zeitlupe. Jan! Jan!
Die Männer im schwarzen Dress sind geschockt. Türk nutzt das aus. Ferhat Çelik und Enes Karakuş hier im Zusammenspiel. Enes vergibt ganz knapp. Doch Victoria kann und will nicht aufgeben. Mit einer Standardsituation werden sie gefährlich vor dem Tor von Türk. Es geht hin und her, weiterhin eine sehr unterhaltsame Partie. Türk jetzt mit mehr Raum im Konterspiel, hier über Ferhat Çelik. Der Schuss kommt von Enes Karakuş nur an die Latte. Viele Torchancen auf beiden Seiten. Wieder ist es Ferhat Çelik, der am Torwart scheitert. Victoria nutzt die Unkonzentriertheit in der Abwehr von Türk. Ein schneller Konter. Und es fällt der Anschlusstreffer zum 2-2. Türk hier nochmal mit der Möglichkeit auf 3-2 zu erhöhen, doch der Torwart pariert. Den Ballverlust im Aufbauspiel von Victoria hätte Türk noch bestrafen können, doch Gökhan Güvenç verschießt. Die Vorlage von Enes Karakuş eine Augenweide. Die letzte Aktion des Spiels, eine Standardsituation von Victoria, doch keine wirkliche Gefahr vor dem Tor von Türk. Der Schiedsrichter beendet das Derby. Victoria Kelsterbach gegen Türk Kelsterbach. 2-2. Wir wünschen unseren Platznachbarn aus Kelsterbach viel Erfolg in der Liga. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und unseren Zuschauern für die Unterstützung. Bleibt gesund und bis bald.